Da pfeift schon mega runter, voll schön. Genial, hörst. Brutal. Wir sind heute schon voll wachs, gell, Mensch. Das haben wir so gar nicht geplant. Nein, gehabt, ne? War so nicht geplant, aber. Unverhofft kommt auf. Gar nicht so ohne der Saalfeldner Höhenweg da. Das sind nur Vergeübte. Vergeübte und Opfer. Ach, das ist beruhigend. Nach der Tour wissen wir es, was wir wollen. Da pfeift schon wieder hin, hörst. Das ist so brutal da. Einfach ein Wahnsinn, hörst. Und da, den Südanstieg haben wir gemacht. Dann sind wir da so um. Da waren wir oben am Mitterhorn. Jetzt da runter. Und next stop da vorne. Willkommen zu diesem Video. Das ist der Versuch, im Steinernen Meer eine coole Überschreitung zu machen. Und zwar rauf aufs Breithorn durch den Südanstieg. Den habe ich vor 6 Jahren schon mal gemacht. Dann weiter aufs Mitterhorn und danach weiter aufs Berseilhorn. Das ist da hinten. Und dann wollen wir über die Wichentalerhütten wieder runter und zu unserem Ausgangspunkt retour. Es wird ein riesengroßes Abenteuer. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dranbleiben. Viel Spaß! Morgen. Morsche, morsche, Bench. Da geht's rauf. Jawohl. Da geht's jetzt davon. Die ersten 400 Höhenmeter haben wir schon gemacht. Und sind jetzt schon eben unterwegs Richtung Südwandsteig, Südanstieg. Ja. Und es wird ein Bombentag heute. Da oben der Sommerrausstein am Riemannhaus. Und was mich erinnern kann, war das das letzte Mal noch gar nicht durchmarkiert, wie ich da gewesen bin. Erste versicherte Passage. Ist aber voll fein, dass man sich anhalten kann. Ja. Auf los geht's los. Immer. Ich komme Richtung Riemannhaus. Und von uns geht es da rauf. Das gröbste Latschenmassaker sind wir bereits durch. Jetzt sind wir herum beim Wandfuß. Da geht es jetzt noch um. Voll schön, ein bisschen Nebel. Ausblick hier drum. Da oben sind wir eben jetzt gekommen und schön markiert. Jetzt da weiter.
Mein Träumchen wird dann nie schwerer, wie es war bis jetzt. Aber einiges, was locker ist, heute halt da drin. So, okay. Können wir noch weiter empfehlen bis jetzt. Ein Traum da herum, Wahnsinn. Oh ja. Immer mehrere Tiefblicke und Ausblicke. Und ganz hinten, da ist der Gipfel. Schön Felsspitze. Und da unten aus dem Tal kommen wir rauf. Ein richtiger Genuss da, Mensch. Ha? Kommen wir mal voll auf unsere Kosten heute. Ja. Herz, was willst du mir? Ein Gipfel, ein Bier und dann nach dem Heimkommen ein Bussel vom Schatzl. Wüde Bergromantik ist das, gell? Jetzt tut es schon gut ein bisschen was tun, gell? Ja, gutes. So da. Aber bei der Schlüsselstelle der Tour, Kamin 3 minus. So, eine in der Schlüsselstelle. Schauen wir uns das mal an. Da war ein Tonduschen mit der Scheißkamera. Ah, eng ist da. Drum heißt es Kamin. Aber ist nicht schwer. Also das mit 3 minus passt. Ja. Da pfeift schon wieder hin, hörst. Bissal! Aber schön. Schön, wenn es pfeift. Da oben geht die leichtere Route noch. Und da geht die schwerere.
Das habe ich so im Kopf gehabt, dass das richtig geschissen war da. Ja, im Video schaut es ja nur schlimmer aus. Und war ich mir da heute auch nicht sicher. Ja, ich weiß nicht, ob da bei mir ein Schling drin war oder nicht. Ja, war drin. War drin, okay. Und wo kommt da der leichte Weg daher? Da vorne. Achso, der geht überhaupt da. Ah, dann bin ich aber froh, dass wir da sind. Schon gescheiter, gell? Ja, sicher, da haben wir nachher noch eine schöne Kraxlerei. Ich mir gedacht, der leichte, der kommt jetzt dort mit einem anderen zusammen. Alter, wie geil schaut denn die da? Da ist voll die Höhle drin. Schau dir das geile Ding da. Ja. Gut, dass wir nicht da aber rein haben müssen. Oh ja, ja gut. Ich bin da resigniert. Wunderschön ist da. Riemannhaus, voll cool. Die Schönfeldspitz. Das war offen. Da, genau, da, auf der rechten Seite. Na, da geht der Weg. Und da oben ist schon das Gipfelkreuz. Nicht mehr allzu weit, juhu! Wir sind am Berg. Da bin ich schon wieder auf meine Außen. Höhenmeter noch. Und das Gelände schon viel einfacher jetzt. Gute Figur machen. Genau. Haben wir es geschafft. Sehr gut. Da so noch gute 3,5 Stunden herum und jetzt haben wir gesagt, das reicht noch nicht ganz, wir gehen noch bis zum Mitterhorn weiter und zwar ist das da vorne. Mitterhorn nur für Geübte, geübt haben wir jetzt nicht beim Südanstieg schon. Also das passt, so für einen Höhenweg auch nur für Geübte. Okay, ein bisschen geübt haben wir schon. Ja, passt. Hätte ich auch gesagt. Das zählt. Da pfeift es schon mega runter, voll schön. Genial, hörst. Brutal. Mit der maximalen Schwierigkeit geht's da oben erst. So, der Bergheil vom Mitterhorn da heroben. Da drüben kommen wir jetzt her vom Breithorn. Und da oben geht's zum Berseilhorn. Wir sind jetzt ein voll Wachs, gell, Bensch. Wir haben gesagt, wir machen eine schöne Runde. Wir haben wir so gar nicht geplant. Nein, gehabt, ne? War so nicht geplant, aber. Unverhofft kommt oft. Unverhofft kommt oft. Jetzt gehen wir bei Seilhorn um und nachher zu Wichenthaler Hütten runter und dann wieder retour. Wird eine Bombentour.
Alhorn, Weißbach, Scharte, Sofiere und der Seilhorn so. Ja, auf der Westseite ist noch schön schattig. Hervorragend. Das ist so brutal da. Einfach ein Wahnsinn, hörst. Ja, und da den Südanstieg haben wir gemacht. Dann sind wir da so um. Da waren wir oben am Mitterhorn. Jetzt da oben. Und next stop da vorne, Berseilhorn. Geil. Coole Tour bis jetzt. Da vorne ist der Gipfel. Gar nicht so ohne der Saalfeldner Höhenweg da. Nein. Ja, nur für Geübte. Für Geübte und Opfer. Opfer. Na, das ist beruhigend. Nach der Tour wissen wir es, was wir wollen. Was für Kategorie wir reinpassen. So sick, wie du da oben kreist. Ja, geübt, geübt das. Arg wie der Spider-Man hörst. So, da war jetzt dann wieder ziemlich viel Betrieb am Gipfel oben. Berseilhorn. Wunderschöner Gipfel da herum. Und ja, jetzt dann geht's euch zur Hütten. Also oben gehen wir jetzt an auf Empfehlung von einem Einheimischen den Südwandklettersteig. Sollte dort meistens AB sein und nur ein BC stößt rein. Eine der ausgesetzteren Passagen da. Lotta ist da. Die Berseilhornlorte ist das. Ja. Das Bier schreit. Da steht er im Schatten. Schön. So, Klettersteig auch hinter uns. Wo die PC-Stür war, keine Ahnung. So richtig schwer ist mir jetzt echt nicht vorgekommen. Und da vorne ist jetzt an unser Ziel. Zwischenziel, und zwar das Wichentaler Haus. Da gehen wir uns jetzt nachher noch einmal eine halbe, die haben wir uns verdient.
Naja, mit der Rundtour wird es so nichts. Der Hüttenwirt hat uns empfohlen, dass wir da zum Wanderparkplatz runtergehen und nachher mit dem Shuttle retour fahren, weil er nicht weiß, ob da hinten die Latschen gescheit rausgeschnitten sind. Ja, und jetzt dann machen wir das halt. Gescheiter kein Risiko eingehen und nicht da dursten. Ja, kurz Glück haben wir gehabt. Wir haben direkt am Parkplatz herunten von der Wichentaler Hütte einen netten Pinzgauer getroffen, der hat den Bärenschützern zum anderen Parkplatz umgeführt. Und so waren es eben 1550 Höhenmeter im Aufstieg und 1850 ungefähr im Abstieg und 12,5 Kilometer war die Tour lang. Ja, mir hat es voll zart. Es war echt cool, dass man das Brathorn über den Südwandanstieg, dass man das da ausbauen kann. Zum Mitterhorn um und dann zum Berseilhorn weiter. Da ist ja der Klettersteig der Kategorie BC, der Südwandklettersteig. Trittsicher soll es sein, ja, schwindelfrei sowieso. Und für die, die es halt brauchen, ein Klettersteigset, für uns ist so eigentlich ganz gut gegangen. Ja, und es hat auch gut gepasst, dass wir auf den Rad vom Hüttenwirt gekehrt haben und dass wir das so gemacht haben. Ja, sonst kann ich nicht viel zu der Tour sagen, außer dass es richtig lässig war, wieder mal da im Stornen gewesen zu sein. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Mir hat es halt voll zart, also 7 Stunden haben wir insgesamt gebraucht für die ganze Tour. Wenn es euch gefallen hat, den da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr Erinnerungen, wenn das nächste Video online geht. Ja, Kommentare und Fragen unten rein ins Kommentarfeld. Bis zum nächsten Mal. Bergherr, bleibt's geil. Ciao.